Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Enderkids. Wir spielen heute das Kid Techniker und der Techniker kriegt immer bessere Rüstung und Waffen, wenn er andere Spieler tötet. Das klingt jetzt erstmal overpowered, ist es aber nicht, denn es ist nämlich so, wenn du einen Spieler tötest und dann, oder beziehungsweise vier Spieler tötest, bist du Full Dia und hast auch ein Dia-Schwert. Aber Leute, man darf nicht vergessen, die Haltbarkeit ist sowas von gering. Das bedeutet, es braucht dich einer nur gut zu hitten und deine komplette Rüstung ist kaputt. Und deswegen bin ich echt mal gespannt, wie das jetzt so wird. In 10 Sekunden geht's auch schon los. Der fliegt. Okay, hätte ich jetzt am Anfang nicht getan. Entweder ist das ein Bug oder er fliegt. Auf jeden Fall denke ich, dass er fliegt. So, wir haben 3 Diamanten und 3 Eisen. Das ist schon mal richtig gut. Denn wenn wir am Anfang... Ey, hau ab, das ist mein Baum. Denn... Alter, das ist doch solche Kinder, ey. Das kann es auch nicht sein. Ich muss jetzt erstmal hier hin. So. Zack. Und zack. So, ich bin echt gespannt, wie schnell wir uns upgraden oder wie schnell wir zurückfallen. Mit einem Dia-Schwert am Anfang sollte das kein Problem sein. Schlimm ist es, wenn du am Anfang nur ein Holzschwert hast, denn dann bist du regelrecht aufgeschmissen, kann ich sagen. Ton. Mein Bruder spielt nämlich auch gerade und er hat einfach so den Ton angelassen, dass man das alles in der Aufnahme hört, weil er wollte meine Aufnahme crashen. Okay, so. 55 Blöcke, Leute. Die Haltbarkeit der Schwerter geht auch mega schnell weg. Das bedeutet, wenn du am Anfang nur ein Holzschwert hast, reicht das meist nicht aus, denn du brauchst oft mehrere Hits, um den Gegner zu töten. Und da brauchst du echt schon 2 oder 3 Holzschwerter, damit du den auch dann nachher so töten kannst, dass das alles funktioniert. Oh, da haben wir auch schon einen netten Techniker. Aber den lieben Techniker habe ich jetzt getötet. Und jetzt habe ich seine Sachen. So, man versucht sich natürlich trotzdem noch so abzugraden, dass ich jetzt hier zum Beispiel Eisenschuhe mache, denn wenn ich jetzt dann jemanden töte, habe ich Diamantschuhe und wenn ich dann noch jemanden töte, habe ich auch einen Diamanthelm. Aber ihr seht es ja eh gleich. Also es bringt jetzt keine Kampfvorteile, du musst trotzdem normal spielen, aber es gibt ja auf jeden Fall Rüstungsvorteile. Wenn ich da jetzt einige Hits kassiere, dann ist die Rüstung auch sofort wieder weg. Das heißt, ich bin dann wieder nackig. Das ist dann auch manchmal nicht so gut. Och nö. Wieso denn? Wieso bin ich jetzt denn geportet worden? Ich hab doch gar nichts getan. Das war jetzt aber echt gemein. Oh, da habe ich ihn tot. Und jetzt habe ich auch Diamantschuhe. Eine etwas bessere Ausrüstung. So. Da oben ist jemand. Okay, gut. Wir sind jetzt schon fast Full Dia. Gut, einen noch töten und dann sind wir normalerweise Full Dia, so wie es das Kit voraussagt. Und da, wenn wir da nicht zu viele Hits kassieren, dann bleiben wir auch Full Dia. Sollten wir das aber nicht tun, dann fallen wir wieder zurück auf einen nackigen Popo. So, erstmal hier die Kiste öffnen. Und immer schön Eisen sammeln, denn Leute, es kann ja einfach mal passieren, dass ihr wirklich nackig zurückfällt und dann könnt ihr da leider gar nichts machen. Hey, komm her. Hey, komm her. Okay, ich lasse den jetzt einfach mal in Ruhe, denn, ja, gut, er kann sich ja gegen mich ja nicht wehren mit so einer Ausrüstung. Deswegen gebe ich ihm noch eine Chance für sein Leben. Ja, ich gebe ihm noch eine Chance. Ihr seht einfach, wie nett ich bin, ja? Ich bin einfach so ein netter Kerl. Also ich habe echt einen Orden verdient mit meiner Nettigkeit. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Im Wasser. Aua. Na toll. Ich bin so doof. Also manchmal grenzt meine Doofheit echt schon an ganz vielen Sachen an. So. Hey, du Baba, bleib stehen. Ich möchte dich ja nur töten. Ich tue dir sonst ja nichts. Komm her! Und... Hey, komm. Komm. Komm her. Ja klar, am Baum oben, da bist du sicher, ne? Da, wo wir dir nichts tun können, ne? Das ist doch einfach nur gemein. Das ist so... Oh, und jetzt backt hier alles noch rum. Was denn hier los? Ich bin zu dumm für alles, oder was?
Klar. Was möchtest du denn jetzt tun? Ich werde dich ja nämlich jetzt töten. Pepe, das war jetzt nicht so eine gute Idee von dir. So gut, wir sind jetzt full dir. Ich hoffe, der hat was zu essen, sonst können wir nachher nicht mehr recken. Oder wir können dann sowieso ganz und gar nicht mehr recken. So. Gut, zack, 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 zack. Oh nee, jetzt wurden wir geportet. Und da ist auch wahrscheinlich gleich schon jemand, oder? Nee. Hä? Dann war da doch gerade jemand, oder? Ich meine, wir wurden da jetzt hingeportet. Und da standen wir doch gerade. Hier sind ja die Sachen. Komisch, komisch, komisch. Was da schon wieder los ist, keine Ahnung. Okay, ich wollte nur das essen und dann geht's auch schon weiter. So, das Steinschwert können wir wegwerfen. Gut, wir haben eigentlich noch eine komplett, also eine ganze... Aua, 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 aua. Wir haben noch eine komplett ganze Rüstung, da wir noch kein einziges Mal angehittet wurden. Das ist natürlich wirklich von Vorteil. Aber einen Bogen? Nee, einen Bogen habe ich nicht. Na toll. Das ist natürlich nicht so geil ohne Bogen. Ja. Ohne Bogen fühle ich mich echt nicht geborgen. Nein, nein, da muss ich mich echt... Muss ich mich jetzt echt ein bisschen rechtfertigen. Ey! Wenn du noch einmal so austickst, kannst du hochgehen. Auf jeden Fall nimmt mein, spielt mein Bruder gerade und wenn er ausrastet, dann schlägt er oft auf den Tisch. So. Weil in der Aufnahme möchte ich das eigentlich nicht so gerne. Sonst ist mir das ja egal, da raste ich auch immer aus. Schrei ich immer komplett durchs Haus. So, 175 Blöcke ist der noch entfernt. Wir craften uns jetzt einfach mal für den Notfall einen Brustpanzer und einen Helm. Es kann ja wirklich alles passieren, ja? Es kann wirklich alles passieren. Und deswegen versuche ich hier echt einfach mal auf Nummer sicher zu gehen. Denn das ist immer gut. So, zack. Okay, jetzt haben wir schon 3 Level. Das bedeutet... Wir könnten uns nachher unsere Rüstung sogar noch verzaubern. Ja, das wäre eine Idee, Leute, oder? Das wäre doch eine Idee. Und ich hoffe, dass ich jetzt zu einem Kampf komme und nicht wieder weggeportet werde. Aber ich habe halt keinen Bogen. So, ich glaube, dass ich keinen Bogen habe, das gibt mir einen kleinen Nachteil. Von der Rüstung her dürfte ich nicht im Nachteil sein, aber dass ich eben keinen Bogen habe. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Hä? Okay. Der hat wohl eine Enderperle geworfen. Ey, ich habe keine Enderperlen. Das ist gemein. Das ist so gemein. Das ist so gemein. Hallo. Wo bist du denn? Komm her. So, da ist er tot. Aber da draußen liegt ein goldener Apfel. Den möchte ich eigentlich gerne haben. Deswegen... Kann ich so die Sachen bekommen? Nee. Kann ich nicht. Okay, dann sind wir jetzt auch schon... beim letzten Gegner. Moment, was kann ich denn... Ja gut, ich weiß nicht, ob da jetzt die Rüstung kaputt wird. Das kann ich jetzt echt nicht beantworten. Aber ich könnte es enchanten, wenn es funktioniert. Ich versuche einfach mal, die Rüstung zu enchanten. Wenn es jetzt nicht sofort zum Kampf kommt. Aber ich habe noch immer keinen Bogen, ne? Also das ist echt ein bisschen doof. Denn ohne Bogen kann ich mich auch nicht so gut wehren. Ich weiß nicht, Leute. Ich weiß nicht, was wird das dann? Ich habe echt ein bisschen Panik, dass das deshalb nichts wird, weil ich keinen Bogen habe. Denn wie ihr wisst, spiele ich wirklich sehr, sehr gerne mit einem Bogen. So, okay. Der war hier oben, hat wohl was gecraftet. Aber aber mir ist das egal, ja? Es ist wirklich egal, ob der jetzt gecraftet hat oder nicht, ja? Ich weiß, dass er kein Techniker ist. Ich rede es mir zumindest ein. Denn wenn der jetzt auch eine Full-Gear-Rüstung hat mit dem Bogen, dann bin ich ein bisschen am Arsch. Nein, hat er auf jeden Fall nicht. Da kann ich nur sagen... Und dann war es das auch von meiner Seite. GG. Mit dem Bogen kann man mit Full-Gear echt nichts machen. Deswegen war ich da jetzt klar im Vorteil. Er hatte zwar einen Bogen, ich nicht. Dafür hatte ich den Rüstungsvorteil. So. Da oben steht schon plus 5 neue Ender Games Kits, denn die sind erst heute rausgekommen. So, ich würde sagen, ich gehe da jetzt erstmal. Es laggt jetzt gerade ein bisschen.
Was ist denn hier los? Wieso springe ich denn so komisch? Warte, es laggt gerade richtig. Was ist denn hier los? Okay, Leute. Ich gehe jetzt einfach mal nach vorne. Alter, was ist denn hier los, Leute? Es ruckelt wie irgendwas. Vielleicht weil mein Bruder auch im Internet ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, Leute, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über den Daumen nach oben freuen. Mein Fazit zu dem Kit ist, es hilft dir wirklich extremst am Anfang, wenn du keine gute Ausrüstung hast und jemanden tötest, dann hast du eine komplette Ausrüstung. Somit finde ich das Barbaren-Kit sogar schon ein bisschen in den Schatten gestellt, da es sich einfach meiner Meinung nach nicht mehr viel bringt. Auf jeden Fall werde ich das Kit öfter spielen, weil ich finde es richtig, richtig cool, dass man einfach so schnell eine komplette Dia-Rüstung hat. Auf jeden Fall, Leute, aufpassen, wenn jemand eine komplette Dia-Rüstung hat, ist es kein Hacker, es ist dann höchstwahrscheinlich ein Techniker. Und ich würde sagen, Leute, wenn ihr Bock habt, schreibt mir auch gerne einen Kommentar, wie ihr das Kit so findet. Und ich würde sagen, das war's. Holland wird gewinnen und Dritter werden. Und ich würde sagen, das war's. Haut rein und ciao.